Ja, heute geht es um das Thema Selbstanerkennung. Im Hinblick auf Selbstanerkennung, da verhalten wir uns so ein bisschen wie so ein Bettler. Wir sind komplett im Außen orientiert und suchen komplett im Außen die Anerkennung für uns selbst. Wir betteln quasi im überzogenen Sinne. Wir sind uns dessen nicht bewusst nach Aufmerksamkeit. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir hier bei unserer Challenge. Ich sehe, ich habe sogar schon Zuschauer dabei. Wer es ist, kann ich nicht sehen. Vielleicht gerne mal Daumen hoch oder ein Herzlein mir hinterlassen oder gerne was ins Kommentarfeld reinschreiben. Dann kann ich, glaube ich, auch erkennen, wer hier schon zu früher Stunde dabei ist. Die Christine, ja, wunderschön. Liebe Christine, auf deine Frage habe ich ja gestern geantwortet und ich habe mehr in der Richtung noch an Fragen bekommen. Deshalb, bevor wir heute in das Thema Selbstanerkennung gehen, möchte ich dazu noch was sagen. Schön, dass du da bist. Ja, gestern zu dieser Übung, hier. Thymusdrüse aktivieren und hier in diese Haltung gehen. Ich bin die Größte, ich bin die Beste, ich rocke das, ich kriege mein Leben in den Griff, ich gehe in die Selbstverantwortung und, und. Da war einfach noch die Frage, kann ich das auch mit Wünschen machen? Und das kannst du mit einem Aber, es ein bisschen umzuformulieren. Denn allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und wenn wir jetzt unseren Wünschen die Aufmerksamkeit, die volle Aufmerksamkeit schenken, dann kann der Wunsch nicht zur Realität werden, sondern der Wunsch wird Wunsch bleiben und wird größer werden. Wie bringe ich das noch deutlicher auf den Punkt? Wenn wir, also grundsätzlich erschaffen wir uns ja mit unseren Gedanken im Außen unsere Realität. Und bevor im Außen etwas entstehen kann, ist immer erst der Gedanke da, die Idee da. Beispiel: ein Schreiner. Hol mal ein ganz simples Beispiel. Ein Schreiner hat die Idee, weil er gerade einen ganz tollen Baumstamm bekommen hat, daraus eine ganz tolle Kommode zu machen. Das ist die Idee, die er im Kopf hat. Und dann stellt er sich vor, wie diese Kommode auszuschauen hat. Und das macht er natürlich in dem Moment ganz automatisch. Geht auch so instinktiv in das Gefühl rein. Wow, da ist diese Verschnörkelung und da mache ich das so und dann kommen die Scharnieren dahin und das fühlt sich so richtig rund und gut an. Und dann kommt er ins Handeln, schneidet sein Holz zurecht und fängt eben an, diese Kommode zusammen zu schreinern oder wie man das nennt, egal. Du weißt, was ich meine. So, das heißt, bis die Kommode entstehen kann, zur Realität werden kann, ist der Gedanke da, der Schreiner macht den Plan und geht auch ins Gefühl instinktiv hinein, wie toll das ausschaut und das bringt ihn letzten Endes ins Handeln, entsprechend zu tun und den Schrank zur Realität werden zu lassen. Das heißt jetzt bezogen auf unsere Wünsche, die wir haben, da geht es einfach darum, auch in unserer Vorstellungskraft schon ins Gefühl zu gehen, wie fühlt es sich an, wenn ich dies und jenes erreicht habe. Und damit sende ich einfach schon in den Äther raus, ich habe es schon erreicht, weil das ist im Äther. Alles, was du dir vorstellen kannst, kann auch zur Wirklichkeit werden, zur Realität, zu deiner Lebenswirklichkeit, zu deiner Realität. Und indem du dir dann schon mal gefühlsmäßig vorstellst, wie es ist, damit stärkst du dich, damit bist du eigentlich schon da drin, weil unser Gehirn kann da nicht unterscheiden. Ist es schon Lebenswirklichkeit im Jetzt hier oder ist es noch nicht? Ein anderes Beispiel fällt mir gerade ein. Du hast bestimmt auch schon mal im Kino gehockt oder vor dem Fernseher, hast einen traurigen Film angeschaut oder irgendeine traurige Szene gesehen und da sind die Tränen geflossen vor Rührung oder weil gerade irgendwas Schlimmes im Fernsehen geschehen ist in dem Film und da sind die Tränen geflossen. Das heißt, du bist emotional so in diesem Geschehen drin,
dass du da mitfühlst und dir die Tränen fließen. Im Außen, in der Realität, in der Lebenswirklichkeit hat sich nichts geändert. Und das ist auch noch ein gutes Beispiel dafür, wie wir, wenn wir uns selbst so überlisten, einfach gefühlsmäßig schon da reingehen, wie es ist, wenn dieser Wunsch schon zur Realität geworden ist und dann im nächsten Schritt natürlich dann auch ins Handeln kommen, weil das bringt uns letzten Endes auch die Kraft und Energie, entsprechend etwas dafür zu tun, was auch immer es sein mag, dass der Wunsch zur Realität werden kann. Weil mir ist auch noch niemand begegnet, das hat bei mir auch noch nie funktioniert, die meine Ziele, die ich erreichen möchte, die habe ich auch nicht damit erreicht und werde das auch in der Zukunft nicht, indem ich nur da hocke und den lieben Gott einen guten Mann sein lasse und umsinge und einfach nur gut drauf bin und nur positiv denke, sondern ich darf natürlich auch ins Handeln kommen. Ja? So, und jetzt bezogen, Thymusdrüse aktivieren, Wunsch schon vorstellen, wie wenn er zur Realität geworden ist und dann zum Beispiel mit den Worten, mit dem Satz anfangen, ich bin stolz auf mich, weil ich das und das erreicht habe. Also was auch immer es ist, ne, in deinem Fall. Ich bin stolz, weil ich das jetzt gut gemeistert habe. Ich bin stolz, dass ich mir das neue Auto schon kaufen konnte und bar bezahlen konnte. Was auch immer es ist, also so auf die Art und Weise. Klopfst du dir auf die Brust und dann fällt es dir auch leichter, in das Gefühl reinzugehen, reinzukommen, wie es ist, wenn es eben schon Realität geworden ist. Gut, das also noch als Anknüpfung zu dem gestrigen Thema Thymusdrüse aktivieren und Wünsche zur Realität werden zu lassen. Gut. Ja, heute geht es um das Thema Selbstanerkennung. Im Hinblick auf Selbstanerkennung, da verhalten wir uns so ein bisschen wie so ein Bettler. Wir sind komplett im Außen orientiert und suchen komplett im Außen die Anerkennung für uns selbst. Wir betteln quasi im überzogenen Sinne. Wir sind uns dessen nicht bewusst nach Aufmerksamkeit. Diese Prägung, dieses Muster kommt ganz einfach aus unserer Kinderstube. Wenn wir das Licht dieser Welt erblicken, lechzen wir primär nach drei Dingen, nach Liebe, nach Lob und nach Anerkennung. Und da sind wir alle nicht satt geworden. Im Hinblick auf Anerkennung, ein Beispiel. Wenn wir unseren ersten Papierflieger gebastelt haben oder unser erstes Bild nach unseren eigenen fantasievollen Vorstellungen gemalt haben und ganz stolz darauf waren, sind in die Küche gerannt und wollten der Mama das ganz stolz zeigen und haben ganz viel Lob und Anerkennung und Zuwendung erwartet. Und die Mama hat auf die Uhr geguckt, 11:55, sie wusste, um 12 Uhr klingelt es an der Tür, der Rest der Familie steht da und danach ist auch wieder volles Programm und sie war gerade mit Essen zubereiten beschäftigt. Und hat uns dann zurückgewiesen, nicht weil sie das Böse gemeint hat, sondern weil sie einfach in ihrer Denke war, ich muss jetzt hier, Entschuldigung, schnell das Essen auf den Tisch bringen, weil nachher müssen wir weg und dann ist dies und jenes und, und. Oder sie hat vielleicht ganz flüchtig da drauf geguckt und hat bestenfalls noch gesagt, oh ja, toll hast du das gemacht, aber war dann wieder in ihrer eigenen Welt drin. Schlimmstenfalls hat sie uns kritisiert, Und hat uns überhaupt nicht gelobt. Und dann sind wir von dannen gezogen. Und das hat dann natürlich ganz viel mit uns gemacht. Also so haben wir eine Vielzahl von Erfahrungen einfach in unserer Kinderstube in uns aufgenommen und hier in unserem Gehirn, in unserem Unterbewusstsein als Prägung verankert. Dann ging es nachher natürlich noch weiter in der Schule. Als wir das erste Diktat abgegeben haben, 20 Wörter, ganz stolz waren wir, vielleicht voller Freude, als wir das Diktat zurückbekommen haben, sind wir ganz stolz nach vorne zur Lehrerin, die uns das Diktat in die Hand gegeben hatte. Und da stand in großen roten Lettern ein Fehler, Ausrufezeichen. Wow. Was ganz, ganz Schlimmes ist passiert. Oder in der Rechenarbeit, Mathematik, ein Fehler, Ausrufezeichen. Was haben wir da gelernt? Fehler sind was ganz, ganz Schlimmes. Ich darf keine Fehler machen.
Das führt natürlich im Erwachsenendasein bei jedem von uns auf eine ganz eigene Art und Weise dazu, wie wir es dann als Erwachsene verarbeiten. Es gibt welche, die total nach Liebe, Lob und nach Anerkennung lechzen. Dazu gehörte ich, wenn ich dran denke, was haben meine Augen früher gestrahlt, wenn mein Chef mich gelobt hatte. Da war die Welt eine Kugel, da war alles bestens in Ordnung. Statt mir selbst, meiner selbst bewusst zu sein, dass ich eine gute Arbeit leiste und ob ich jetzt gelobt werde oder nicht, ist völlig unabhängig. Ich bin mir meiner selbst bewusst, ich weiß, was ich mache, ich weiß, ich leiste eine gute Arbeit. Wenn der Chef lobt, ist okay, wenn er nicht lobt, auch okay. Also sich unabhängig davon machen. Und nochmal zurück auf die Schule. Ein Fehler in Mathematik, ein Fehler im Diktat. Da stand nirgendwo, hey, ganz toll, lieber Andrea. Du hast 19 Wörter richtig geschrieben, ein Fehler hast du nicht richtig, ein Wort hast du nicht richtig geschrieben, das schreibst du das nächste Mal richtig. Oder bei Mathematikaufgaben. 19 Aufgaben hast du wunderbar gelöst, ganz, ganz toll, ganz große Klasse. Die eine Aufgabe schaust du dir nochmal an und die machst du das nächste Mal dann auch richtig. Das wäre Anerkennung gewesen, aber das haben wir in dem Stil einfach nie gelernt, weder in der Kinderstube noch später in der Schulzeit. So, jetzt kann ich mich natürlich weiter in diesem Drama befinden und mich in dieser Energie laben, was mir damals in der Kindheit alles Schlimmes passiert ist. Ich kann aber auch als erwachsene Frau, als erwachsener Mann, und dazu möchte ich dich jetzt wirklich aufrütteln und wachrütteln, in die Eigenverantwortung gehen und mir sagen, das ist jetzt alles Kram von gestern. Ich räume jetzt hier mal gründlich auf hier, mental, und dazu bist du ja auch hier und nimmst an dieser Challenge hier teil. Da kannst du dir auch auf die Schulter klopfen, dass du überhaupt die Entscheidung getroffen hast, hier dich mal auf diesen anderen Weg zu begeben. Und ich lasse diesen ganzen Kram jetzt mal hinter mir und fange jetzt mal an, neu zu denken und wandle das alles mal um. Ich beginne jetzt mal, mir meiner selbst bewusst zu sein. Und ich höre jetzt endlich mal auf, darüber nachzudenken, was andere von mir denken. Das ist doch völlig wurscht und ist völlig egal, was andere von dir denken. Erlaube dir doch mal, du selbst zu sein. Und so wie du dir erlaubst, deine eigenen Gedanken zu denken, so darfst du auch anderen erlauben, ihre eigenen Gedanken zu denken. Was maßen wir uns eigentlich an, zu denken? Die anderen müssen anders denken. Wir wollen ja auch nicht beeinflusst werden in unserer Denke. Also, die anderen denken sowieso und lass die denken, was die denken. Das ist völlig wurscht. Lass die in ihren Energien drin und denk du deine eigenen Gedanken. Und zwar beginne auch mal, liebevolle Gedanken mehr zu denken, mehr liebevolle Gedanken in deinen Alltag zu lassen, vor allem dir selbst gegenüber. Mach dir bewusst, dass du nicht ein Niemand bist, sondern dass du etwas bist. Dir wurde das Leben hier geschenkt. Das ist das höchste Gut und der höchste Wert, den du überhaupt hast, dass dein Körper belebt wird durch deinen Atem, dass du bist. Und das ist Selbstwert, das ist dein Selbstwert. Das ist das Höchste, was du hast, dein Leben wurde dir geschenkt, deine Seele hat sich auf einer anderen Ebene mal dazu entschieden, in dieser Familie zu inkarnieren, in diesem Körper zu inkarnieren und Erfahrungen zu machen. Und die Seele, die bewertet und beurteilt nicht, das ist schlecht und das ist gut. Das sind wir mit unserem Kopf, mit unserem Denker in der Dualität, die bewerten. Für die Seele ist auf einer gewissen Ebene alles gleichgültig. Alles hat seine gleiche Gültigkeit. So. Und deshalb würde ich dich dazu wirklich nochmal einladen. Erlaube dir einfach so zu sein, wie du bist. Und hör auf, dich zu verbiegen, um es anderen gerecht zu machen. Die einzige Person, dem du es recht machen solltest und darfst, das bist du selbst. Also auf, dich zu verbiegen,
zu denken, was denken andere von mir und es anderen gerecht zu machen. Und vor allem löst dich auch von dem Gedanken, dass du ohne Anerkennung nichts bist. Du bist wer? Du bist Leben. Man hat dir noch einen Namen gegeben, einen Vor- und Nachnamen. Und wenn ich dich jetzt frage, was bist du von Beruf, dann, oder was bist du überhaupt, dann nennst du mir wahrscheinlich noch deinen Beruf. Oder wenn ich dich frage, wer bist du? Wir definieren uns über unseren Namen und über unseren Beruf. Aber wenn wir dann weiterbohren, wer bist du eigentlich, wenn uns jemand gegenübersteht? Dann kommen wir ins Hadern und überlegen, ja, wer bin ich? Ich bin die Irmgard Anna Ronda und ich habe die und die Ausbildungen. Jeder von uns, auch du, ist ein göttliches Wesen, das hier im jetzigen Körper inkarniert hat. Und das Herz und die Seele, die in uns innewohnt, die möchte nichts anderes, dass du zu dir selbst findest, dass dich selbst anerkennst, in die Liebe zu dir selbst kommst und deiner Seele und deinem Herzen folgst und so wunderbare Erfahrungen machst. War das gestern oder vorgestern noch eine im Telefonat gesagt, du bist immer so gut drauf. Wie machst du das? Du bist immer gut drauf. Also ich kenne viele, viele Jahre, wo das überhaupt nicht so war. Warum bin ich jetzt immer gut drauf? Weil ich einfach in der Richtung eine Entscheidung getroffen habe. Das heißt nicht, dass in meinem Kopf irgendwie auch mal noch ein Gedankenkabarett losgeht. Kannst du das jetzt wirklich? Oder der Kritiker über mich denkt, hier, wie hockst du denn da vor der Kamera mit Hut? Egal. Also diese Dinge, die gehen mir auch immer noch in den Kopf. Ich habe mir nur angeeignet, die recht schnell zu merken, dass ich mich in ein Drama damit begebe, dass ich mich damit selbst runterziehe. Wenn ich jetzt von mir spreche, meine ich dich. Du begibst dich mit diesen negativen Gedanken in ein Drama. Also ich meine dich und mich. Und das kostet dich Energie, das kostet dich wertvolle Lebenszeit. Du kannst alles aus der Vergangenheit heilen, aber du kannst keine Lebenszeit zurückholen. Und deshalb treffe ich dann recht schnell eine Entscheidung, und das würde ich dir eben auch ans Herz legen. Hier, rotes Schild, stopp. Stopp mit diesen Gedanken, stopp mit diesem Drama, stopp mit diesen negativen Energien. Einmal durchschütteln, Krone wieder aufrichten oder Hut aufrichten und weiter geht's in die andere Richtung. Und dann mache ich irgendetwas, was mir dazu hilft, in eine gute Schwingung, in eine gute Energie nochmal zu kommen. Das kann zum Beispiel sein, wenn sich das für dich gut anfühlt, auf deinem Smartphone irgendeinen Titel anzuhören, der dich in eine gute Stimmung bringt oder etwas zu lesen, was dich in eine gute Stimmung bringt. Oder eben, ja, dich liebevoll selbst wahrzunehmen, dir mal eine liebevolle Umarmung zu schenken. Jetzt sind wir auch schon so bei den zwei Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, wie du deinen Selbstwert, deine Selbstanerkennung in der Richtung im Hinblick auf die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, heute beginnen kannst, auf ein anderes Level zu bringen. Wenn du also merkst, dass hier so ein Unsinn wieder in dir denkt, sofort stoppen, Gedankenstopp machen. Dir bewusst machen, dass du dich mehr und mehr in diese Negativspirale begibst. Was kostet dich das? Viel Kraft und Energie. Bringt es dich weiter? Ja, in die Negativspirale bringt es dich weiter. Aber es bringt dich nicht weiter in ein glückliches und erfülltes Leben und ein erfolgreiches Leben. Was ist dann klug? Die Denkrichtung zu ändern und sich wieder in die Fülle zu begeben. Raus aus dem Drama, rein in die Fülle, rein in die gute Energie. Und im Hinblick auf die Selbstanerkennung würde ich dich dazu einladen, dich heute mal zu beobachten und Situationen zu beobachten und wahrzunehmen, wo du dazu geneigt bist, es anderen recht zu machen. Und dann auch zu sagen, will ich das jetzt wirklich? Also im Geiste mit dir. Geh da in die Selbstbeobachtung. Geh da ins Zwiegespräch mit dir. Ist das jetzt wirklich so, wie ich mich gerade verhalten will, wie es mir entspricht? Oder mache ich oder sage ich das jetzt nur, um dem anderen einfach
zu gefallen oder einen Gefallen zu tun. Da fällt auch ganz viel unter den Tenor, sag nicht ja, wenn du nein sagen willst. Steh zu dir, erkenne dich selbst an, was du willst. Okay? Und übernimm auch bitte in der Richtung die Verantwortung für dich und für dein Leben und hör auf, in der Richtung Verantwortung an andere abzugeben. Und Verantwortung geben wir auch ein Stück weit dabei ab, indem wir uns abhängig davon machen, was andere von uns denken. Ich spreche da immer gerne von so einer Pippi-Langstrumpf-Mentalität. Ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Und das funktioniert. Das funktioniert. Du kannst dir deine Welt so erschaffen, wie sie dir gefällt. Das heißt nicht, dass es immer einfach ist, da immer voll guter Energie zu sein. Aber sobald du es merkst, dass du ins Drama abrutschst, kannst du sagen, stopp, bringt mich nicht weiter und dich wieder zurückholen. Das heißt auch nicht, dass man manchmal das Gefühl hat, das habe ich auch, da liegt so ein Brocken gerade vor mir. Dann gehe ich drumrum oder finde andere Wege, wie ich drumrum gehe oder wie ich drüber fliege. Egal, wer will, findet Wege. Gestern ist mir noch so ein schöner Satz aus dem Volksmund über den Weg gelaufen. Begegnet. Das kriege ich ihn nicht mehr hin. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Ausreden. Das hat was mit spielerisch zu tun, nicht erfinderisch. Na, egal, vielleicht fällt es mir nochmal ein, dann schreibe ich es euch noch in die Kommentare rein. Okay, der nächste Tipp für heute. Beginne bitte auch deine Selbstliebe, die Liebe zu dir selbst einfach zu stärken. Und das kannst du heute auch tun, indem du gleichzeitig dich auch immer wieder in den Situationen fragst, will ich das hier jetzt wirklich, diese Situation, oder würde ich da was dran verändern, lieber? Was kann ich da dran verändern? Das heißt nicht, jetzt bitte nicht den Anspruch haben, dass du heute, wenn du dich damit beschäftigst, schon jegliche Situation heute auch sofort ändern kannst. Das heißt, dass du dich auf den Weg begibst. Und je mehr du dich auf diesen Weg begibst, je mehr du dich da drin übst, das ist wie ein Training, umso leichter und einfacher fällt es dir. Und umso mehr du dich auf diesen Weg begibst, umso mehr wirst du auch merken, wie das Universum in Bewegung kommt und dir mehr und mehr Möglichkeiten erschafft, immer mehr Situationen in dein Leben zu ziehen, die wirklich zu dir passen, zu deinem Selbst, zu deinem wahren Kern, zu deiner Selbstverwirklichung im Sinne von ich wirke. Jeder von uns kann das ausnahmslos, ganz gleich in welcher Situation du jetzt steckst. Du kannst jederzeit eine Entscheidung treffen, ich verlasse jetzt dieses Drama, ich verlasse jetzt diesen Schlammmassel und gehe da raus in eine andere Richtung. Hallo liebe Olga, schön, dass du dabei bist. So. Also befrei dich da bitte von dieser Sucht nach Anerkennung im Außen und mach dir das mal bewusst nochmal. Nimm es mal mit deinem Herzen auf, worüber wir jetzt gesprochen haben. Hör dir die Aufzeichnung hier gegebenenfalls nochmal an, noch zwei, dreimal an, bis es hier in dein Gehirn reingeht und das Gehirn, der Verstand, der Denker auch sagt, ja, das macht Sinn. Deshalb stehen die Aufzeichnungen ja auch hier zur Verfügung. Und dann wirst du merken, dass du eine ganz andere Ausstrahlung automatisch bekommst. Je mehr du dich von der Anerkennung von anderen löst, je mehr du zu dir selbst findest, zu deiner, ja, lass es uns jetzt mal Pippi-Langstrumpf-Mentalität nennen, je mehr entwickelst du dein eigenes Charisma. Und dann wirst du merken, wie sehr du zum Magneten wirst, von deinem Umfeld oder wenn du selbstständig bist, von deinen Kunden, wie Menschen auf dich zukommen, wie plötzlich irgendjemand aus deiner Familie, aus deinem Freundeskreis etwas zu dir sagt, wo du so die Rückenstärkung bekommst. Wow, ich bin auf einem ganz großartigen Weg. Das Außen merkt auch schon, dass bei mir keine Knöpfe mehr zu drücken sind, dass ich meinen eigenen Weg jetzt erfolgreich gehe. Okay? Gut, gut, gut. Ja, die Christine, stopp, das funktioniert
Stopp, das funktioniert sofort. Ich sage das auch. Wunderbar, Christine. Deshalb mag mein Sohn nicht mehr in die Schule gehen. Ja, das ist ein heikles Thema, Schule. In unserem Schulsystem geht es einfach darum, den Lehrplan durchzuziehen und nicht die Persönlichkeit eines Kindes zu entwickeln. Es gibt wunderbare Schulsysteme inzwischen, die so ganz, ganz sanft und langsam auch hier nach Deutschland kommen. Es wird jetzt natürlich den Rahmen sprengen. Kann ich dir jetzt eine Stunde hier einen Vortrag halten? In der Zukunft werden diese neuen Schulsysteme, die es durchaus gibt, die in Deutschland aber so ganz, ganz langsam erst mal kommen, schon geben. Also die nächste Generation kann hoffentlich schon davon profitieren. Und als unsere Kinder in die Schule kamen, stand ich ja auch vor der Entscheidung, was tun. Unser Schulsystem hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Ich hatte damals zwar den Gedanken gehegt, damals war auch Homeschooling in Deutschland überhaupt nicht machbar. Also wir hätten Deutschland verlassen müssen. Inzwischen gibt es zwar auch Wege hier in Deutschland, aber vor 20 Jahren war das nicht. Oder 16 Jahren. Den Mut hatte ich damals nicht, Deutschland zu verlassen. Alternative Schulen, die sich noch recht gut angefühlt haben, die aber letzten Endes ja auch nur so eine Alternative gewesen wären. Die nächste war knapp 30 Kilometer oder ja, knapp 30 Kilometer von uns entfernt. Und unsere Kinder, ja, sind im Abstand von 23 Monaten zur Welt gekommen. Mein Mann war damals sehr, sehr viel unterwegs. Das heißt, ich war auch viel alleine. Und das konnte ich mir einfach nicht vorstellen, viel da mit dem Auto hin und her zu fahren und die Kinder da, ja, überzogen gesagt, jeden Tag 2 Stunden im Auto hin und her zu fahren. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich hatte auch niemanden im Umfeld, wo wir uns hätten Fahrdienst oder sowas teilen können. Und deshalb zu deiner Rückenstärkung. Meine Kinder sind im ganz klassischen Schulsystem, dann haben das ganz klassische Schulsystem durchlaufen. Ich habe aber immer jeglichen Druck rausgeholt und habe sie immer zu Hause darin bestärkt, wenn die Note mal nicht so war, wie man sich das dann eben vorgestellt hat, dass ich ihnen klar gemacht habe, es hat sich jetzt überhaupt nichts daran verändert, an deinem wunderbaren Wesen. Ich liebe dich noch genauso wie ohne diese Note und du bist genau der wertvolle Mensch. Ob jetzt mit einer 3 oder mit einer 5 oder mit einer 1. Und habe auch recht früh erklärt, dass wie das Leben wirklich funktioniert, dass wir das nicht in der Schule lernen, sondern ich habe da einfach geschaut, wie ich meinen Kindern in der Richtung möglichst viel mit auf den Weg geben kann, ihnen da den Rücken gestärkt. Und wenn sie dann mal nach Hause gekommen sind, da gab es durchaus Situationen, wo mir ganz klar war, und das ist auch das Thema bei dem Lehrpersonal. Und das ist kein Angriff an Lehrpersonal. Die lernen ja auch im Studium, die machen ihr Studium in dem Fach, aber die lernen ja in keinem Studienfach mit sich selbst ins Reine zu kommen. Das heißt, wenn ein Lehrer vorne steht und sich auf eine Art und Weise verhält, wie er quasi unbewusst, weil er das aus dem Herzen nicht möchte, das Kind verletzt, ihm Strafarbeit aufgibt oder was, dann steht letzten Endes der Lehrer zwar da vorne, aber das kleine Kind in dem Lehrer steht da und reagiert aufgrund der eigenen Prägung, weil er mit sich eben gerade auch unzufrieden ist. Ich hoffe, ich konnte das jetzt so ein bisschen hier näher bringen, ohne irgendjemanden anzugreifen. Und auf die Art und Weise habe ich das dann eben auch meinen Kindern erklärt, damit sie einfach Verständnis aufbringen konnten. Nicht im Sinne vom Einverstanden zu sein, dass der Lehrer oder die Lehrerin sich so verhalten haben, sondern auf diese Art und Weise einfach damit umzugehen und das Kind dann zu Hause einfach zu stärken. Und wenn man einfach das Gefühl hat, ich hatte das Glück, bei uns ist das alles ganz gut gelaufen, aber wenn man einfach das Gefühl hat, es geht jetzt nicht mehr, dann bitte, bitte hab auch den Mut, da andere Entscheidungen zu treffen im Sinne von deinem Kind, von dir, von der ganzen Familie.
nach alternativen Schulmöglichkeiten zu suchen und nicht in der Denke drin zu bleiben, ich kann das jetzt nicht mehr ändern, weil du kannst jederzeit alles ändern. Okay, ja, meine Liebe, jetzt haben wir noch einen kleinen Ausflug ins Schulsystem gemacht. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Lass es dir gut gehen. Danke für die vielen Herzen. Freut mich sehr, dass ich dich im Herzen auch berühren darf und kann. Das schenkt mir so viel Freude. Lass es dir gut gehen, schenk dir selbst Anerkennung und löse dich mehr und mehr von diesem alten Kram. Wir sehen uns morgen nochmal. Ganz liebe Grüße. Ach so, morgen schon um 7.30 Uhr, eine halbe Stunde früher. Also, ich poste es nochmal, aber morgen sehen wir uns schon um 7.30 Uhr schon. Okay, alles Liebe, bis dahin. Ciao, ciao.